So. Ach du Heilige. Gut, dann einmal ran hier. So, warten wir mal ab. Die hier, die hier. Alles klar. So, ja, aber wir müssen uns trotzdem nochmal ausruhen. Oh, jetzt wurden wir angegriffen von dem... Nee, Wolf. Okay. Ich dachte schon, das wäre ein Bär. Und dann wollte ich nochmal nachsehen wegen den ganzen... So... Heilige 650 Erfahrungspunkte. Für was denn jetzt? Für den Schreckenswolf oder wie? Also da sage ich sicher nicht nein, aber es ist ein wenig verwunderlich. Das ist echt merkwürdig. Das ist ein bisschen das Problem, wenn man hier ruhen will und die ganze Zeit angegriffen wird, aber so ist das eben. So. Ich glaube aber... Der Mond im Hintergrund ist auch ganz nett. So. Das sieht schon ein bisschen besser aus, würde ich sagen. Ich will mich aber ehrlich gesagt nochmal ausruhen. Okay. Ich spreche dann nochmal mit Basilus und dann sehen wir mal. Also ich meine, die Erfahrung und das Kopfgeld will ich mir eigentlich nicht unbedingt entgehen lassen. Wer ist denn da oben? Geltig. Okay. Spricht wohl nichts dagegen. Ergebt euch oder ihr werdet sterben. Ihr habt die Wahl, aber entscheidet euch schnell. Zergal wartet nicht gern auf Stadtmenschen, die schwer vom Begriff sind. Zeit zu sterben, ihr hässlichen Hoppelgoblins. Wir ergeben uns ja schon. Hört einfach auf, uns mit diesen Schwertern zu bedrohen. Dann ist uns allen geholfen. Was genau wollt ihr eigentlich? Zagal will all euer Geld. Gebt Zagal euer Geld und er wird euch am Leben lassen. Ihr macht wohl Witze. Unser Geld ist uns sehr wichtig. Wenn wir es jedem übel riechenden Hobgoblin geben oder zufällig vorbeikommt. Nun, wir würden es im Leben nicht weit bringen, oder? Ihr idiotischen Stadtmenschen, ihr wolltet... Ihr werdet qualvoll sterben. Hier ist Zagal der Stärkste. Na, wenn er meint. So viel dazu. So, Leute. Ran hier. Dann mal rauf hier. Ach du Heilige. Ja, das hat in der Tat wehgetan. Wir haben ja gespeichert. Also, wir sehen mal, wie weit wir hier kommen. So. Und direkt wieder drauf. Ich fürchte, ich brauche Hilfe, sonst werde ich... Ja, die sind schon ziemlich gut hier angeschlagen. Na, wir müssen erstmal ein bisschen weg hier. Ah, Heilige. Na, ich warte erstmal. Sie heilt sich nämlich hier gerade. Und sie ist gestorben. Na, prächtig. Tja. Wir probieren das nochmal. So. Mach dir Witze. So, vielleicht noch. Rüstung des Glaubens. Wird sofort erledigt, Chef. So, wir machen das hier mal. So, okay, gucken wir mal. Wie weit wir damit kommen. Okay. Ja, wir haben jetzt auch ganz schön gut was abgekriegt hier. Oh, der ist fast erledigt. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Können wir vielleicht mal... So. Ja, sie hier müsste echt mal ihn hier heilen. So. Der hängt da hinten rum. Der will abhauen. Die sind schon wieder fast alle erledigt. War das? Nee, das war jemand von uns. Okay. Tja, ich weiß nicht. Armbrust. Naja, irgendwelche Leute müssen eben in den Nahkampf gehen. Das ist immer so die Sache. So. Stärkste, ja. Na los, drauf, drauf, drauf!
Den einen haben wir fast. Jawohl. Was machen die hier? So. Und so. So, ja, die muss hier gleich mal weg. Achso, sie wird schon geheilt. Von zwei Leuten. Jawohl. Okay, irgendjemand ist vergiftet. Alles klar. Ja. Das hat eigentlich hingehauen. Ich glaube, die haben... So. Sprich wohl nichts dagegen. Ich hoffe, die... Ist sie immer noch vergiftet? Ja, sie ist vergiftet. Oh je. Yeah. Ich hoffe, die verrecken jetzt hier nicht. Kann ich euch behilflich sein? Ich glaube aber, Heilzauber haben die auch keine mehr übrig. Nö. Nix, Heilzauber. Hoffentlich stirbt ihr daran jetzt nicht. Komm schon, hör auf. Haben wir irgendwelche Heiltränke noch übrig? Heiltränke. Ach, wir haben, glaube ich... Haben wir nicht ein Gegengift? Ja, wir haben ein Gegengift. Will ich das denn jetzt benutzen? Tja, das ist jetzt die Frage. Ich warte nochmal kurz. Achso. Jetzt hat's aufgehört. Ja, okay, alles gut. Alles gut, wir leben. So, Wasserstern. Zierkorn haben die dabei, okay. Kurzschwert. Und noch mehr Geld. Und ein Ring. Wups, Option, da wollte ich nicht rein. Wir stecken einmal die Edelsteine hier weg. Und... Naja, das können wir hier lassen. Pfeile kann er noch. Nee, wir sind voll. Na, irgendjemand soll die Gepäck voll. Wir sind alle voll. Ah, das war das Gegengift hier. So. Ja, irgendjemand sollte ja zumindest mal die Pfeile mitnehmen. Aus Prinzip. Und das Schwert hier. So, das passt eigentlich. Meine Güte, ey. Was für eine Aktion. Jetzt geht's mich was an, richtig? Also eigentlich muss ich mich gleich wieder ausruhen. Sonst kommen wir hier echt nicht weit. So, mal sehen, ob wir wieder attackiert werden. Tja, und gegen diesen verrückten Priester. Tja, ich weiß nicht, wie weit wir da kommen. Ich kann ja mal das Beste hoffen. Natürlich. Ja, die beiden hängen einfach mal hier rum. Sprich wohl nichts dagegen. So, gucken wir mal. Einer nach dem anderen. Ja, ansonsten müssten wir eben nochmal zu einem Wirtshaus zurück. Jetzt vielleicht nicht mal die dümmste Idee. Das war's mit dem. Greift die überhaupt alle an? Ja. Na gut. Okay. Ich nehme nochmal das hier mit. Huh. Jetzt geht's mich was an, richtig? Das ist jetzt echt die Frage. Ich glaube, ich hau nochmal ab. Ich brauche Hilfe, sonst werde ich sterben. Und tschüss. Und zwar, wir sind jetzt hier. Dann will ich nochmal nach Bergos zurückreisen. Wir ruhen uns mal aus. Und dann will ich natürlich nochmal wegen dem Priester zurückkommen. Ob ich den Priester jetzt aber wirklich erledigen kann, ist die andere Frage. Ach, da sind wir. So, gehen wir mal hier rein. Ah, hey, yeah. Na gut. Erstmal eintreten hier. So. Alle rein. Ach genau, die beiden haben wir hier abgestellt. Wird sofort erledigt, Chef. Schankwirt. So. Können wir dem noch irgendwas verkaufen? Wir haben noch Edelsteinbeutel. Ups. Mal bitte schießen. So.
Die ganzen Ketten hier, das hier, der kauft uns hier eigentlich alles ab soweit. Blutring, Grünring. Die komische Kette hier, ich weiß auch nicht. Silberringe. Das bringt schon einiges ein hier. Ja, ist echt nicht schlecht. Tja, hoffentlich vermisse ich die nicht irgendwann. Wälder schließen. Die Tasche behalten wir. Alle erledigt hier. Ah ja, aber die langen Bögen kaufen sie uns nicht ab. Ich glaube, der Schmied hat die uns auch nicht abgekauft. Was mache ich denn jetzt mit diesen ganzen Langbögen? So, mieten. Tja, okay. Mal sehen. Wir müssen nochmal. Achso, jetzt können wir nicht ruhen. Soll das heißen? Mit einem Whisky. So. Dass wir auch richtig ausgeruht sind, wenn wir uns dem Priester stellen. Tja, und die Langbögen. Ich muss nochmal sehen, ob wir die doch nicht irgendwo verkaufen können. Jetzt laufe ich jetzt immer mit dem ganzen Mist hier rum. Und das Kurzschwert hier. So. Diese ganzen Pfeile, ey. Das ist echt unglaublich. Wie viele wir davon dabei haben. Gürtel. Ja, sie kann eben nicht so viel tragen. Tja. Ist ja schön und gut. Ach, die ganzen Wurfdolche hier. Das ist schon einiges. Na gut. Wird sofort erledigt, Chef. Naja, aber komplett auskuriert sind wir immer noch nicht. Spricht wohl nichts dagegen. Da muss man schon sehr oft schlafen. Ich gehe nochmal zu dem Schmied, aber ich glaube, der hatte uns die Sachen da auch nicht abgekauft. Aber hey, wir versuchen es. Ja, ansonsten gucken wir mal. Wegen dem Priester. Beeilung, Leute. So, Kollege. Wird sofort erledigt, Chef. So. Und zwar... Wurfpfeil, Wurfpfeil, Krummsäbel, Tränketasche, Kurzschwert, Wurfdolche. Naja. Ah doch, ja, die können wir hier verkaufen. Na, Gott sei Dank. Okay. Ja, und das restliche Zeug müssen wir erstmal irgendwie mit uns herumschleppen. Ja, jetzt habe ich hier so viele Wurfdolche. Kurzschwert, Stab des Feuers, ist einiges wert. Kann ja auch leider keiner von uns verwenden. Können wir ja auch nicht verkaufen. So. Wie sieht denn das aus? Oh, ich kann echt nicht mehr so viel mit mir herumschleppen. Vielleicht Wurfdolche. Kann ich irgendeinen von denen hier nochmal die Wurfdolche andrehen? So. Die könnte sie auch nicht verwenden. Kann ich aber trotzdem erstmal welche geben, damit ich hier nicht so vollgeladen bin mit denen. Oh, Pfeile habe ich auch noch. Und diese verdammte Hose. Ich weiß nicht mal, warum ich die ganze Zeit mit mir herumtrage. So. Okay, wir gehen jetzt einfach mal zu dem Priester. Ich habe jetzt nicht unbedingt das Gefühl... Okay, ich muss mich wahrscheinlich nochmal ausruhen. Ich habe nicht unbedingt das Gefühl, dass wir den erledigen können, aber ich würde gerne mal versuchen, wie weit wir da kommen. Ja, das war toll. Und einmal... hier lang. Ja, das klappt ja gut. Dienstleistungen. So, mieten. So, alles sind ausgeruht. Und, Moment, Magierzauber, ach, da kann sie noch einen einprägen und ich mach das gar nicht, das ist natürlich schwachsinnig. Böse Decken, leichte Wunden heilen, Rüstung des Glaubens haben wir, Segen, Verderben, Verstrickung, Zauberkeule. Kann sie vielleicht nochmal machen, sie hat Heilen, Segen, Verstrickungen und Zauberkeule, er hat hier nichts natürlich. Und sie hat Befehl.
einem Wesen den Befehl zu sterben. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Zweimal heilen, einmal Zauberkeule, Zauberstein, den kann man werfen, genau. Schutz vor Bösem. Leichte Wunden heilen, Heiligtum. Der Anwender wird von allen Gegnern ignoriert, ganz so, als ob er unsichtbar wäre. Wenn er angreift oder offensive Zauber einsetzt, endet die Wirkung des Heiligtums sofort. Furchtbare Anwender flößt dem betroffenen Wesen Mut ein und steigert die Kampfmoral auf den maximal möglichen Wert. Dann sinkt sie langsam auf den Wert ab, der für diese Wesen normal ist. Waren die Wesen zum Zeitpunkt des Wirkens von magischen Furcht betroffen, wird diese aufgehoben. Furcht bannen ist eigentlich auch ganz interessant. Der Zauber enthüllt alle bösen Ausstrahlungen, die von Wesen in näherer Umgebung ausgehen. Jedes böse Wesen im Anwendungsbereich dieses Zaubers leuchtet kurzrot auf. Ich mach mal Furcht bannen hier. So. Das werde ich auch mal einprägen, sonst vergesse ich das immer. Da müssen wir nochmal kurz ruhen. So. Dann können wir uns nämlich hier alles Mögliche einprägen und dann sehen wir einfach mal, wie weit wir damit kommen. Hier gibt es so viel zu tun. Ist echt unglaublich. Spricht wohl nichts dagegen. Dann auf geht's. Jetzt geht's mich was an, richtig? Und zwar nochmal dahin. Okay. Das war dann hier drüben. Irgendwo. Bin ich hier richtig? Ich hoffe. So, dann müssen wir erstmal durchlaufen. Wird sofort erledigt. Wahrscheinlich verliere ich wieder die Hälfte meines Lebens nur auf dem Weg hier lang. Na, großartig. Hier lang, genau. Sagt, was ihr wollt. Ah, da ist ja noch jemand. Nein, bleibt stehen. Am Ende ist diese Verrücktheit noch ansteckend. Beruhigt euch, was ist das für ein Wahnsinn, von dem ihr spricht? Ich habe gehört, die Krankheiten des Geistes seien noch ansteckender als die des Fleisches. Lasst mich in Ruhe, denn ich will mit dem Fluch, der euch heilt, hat nichts zu tun haben. So, ich bin mein ganzes Leben lang Kaufmann auf dem Land und kenne mich deswegen mit Geflügel aller Art aus. Aber da im Osten läuft ein teuflisches Huhn herum. Als ich es hochhob, sprach es mit ungeheurer menschlicher Stimme zu mir. Entweder hat mich ein schlimmes Fieber ergriffen, oder dieses Huhn ist von einem bösen Geist aus den tiefsten Tiefen der neunten und untersten Hülle besessen. Okay. Moment mal. Gefiederter Wahnsinn. Kissig scheint besessen von seiner angeblichen Begegnung mit einem sprechenden Huhn zu sein. Obwohl ich an seinen Verstand zweifle, behauptet er, das Huhn befindet sich östlich von uns. Falls er dir Wahrheit sagt, muss ich das Huhn mit meinen eigenen Ohren hören. Ja, das hört sich eigentlich schon mal ganz interessant an, muss ich sagen. So. Na los. Oh ey, jetzt werde ich hier schon wieder attackiert. Ja. Ja, ich glaube, die könnten mal in den Nahkampf gehen. Na los, schön drauf prügeln. Huch. Na super. Sie ist jetzt irgendwie gelähmt. Fast tot. Jetzt ist er gelähmt. Grandios. Das ist ja wieder fantastisch gelaufen. So, wann hatte ich denn das letzte Mal gespeichert hier? Pfeile. Das hier, das hier. Okay, Moment. Dann sehen wir nochmal hier nach. Und zwar... Oh, wo ist denn das jetzt hier? Hier. So, das haben wir jetzt auch alles schon eingeprägt hier, ne? Gut. Gehen wir nochmal. Ein sprechendes Huhn. Mich was an, richtig? Hört sich ja ganz interessant an. So. Wird sofort erledigt, Chef. Dann nochmal hier lang. Halboger. Sehr freundlich. Das hat sich nicht so gut angehört. So. Die sind ja alle auf den Fernkampf ausgerichtet gerade. Und hier. Die haben wir hoffentlich gleich. Ja. Wird's bald? Jawohl. Tja, 4 gegen 1. Okay, wo sind wir denn jetzt?
In irgendeinem Zwischengebiet wieder. Geht's mich was an, richtig? Achso, was haben die so dabei? Habt ihr jawohl. Besseres zu tun? Mein Schatz, meine Ringe. Erledigt, Chap. Ja, ich glaube, hier können wir gleich wieder abhauen. Wieder so ein Zwischengebiet. So. Und zwar da. Da sind wir wieder. Nichts dagegen. Jetzt haben wir den gleichen Spaß mit dem Hut schon wieder. Wahrscheinlich. Der war ja irgendwo hier. So. Okay, beruhigt euch. Das Huhn, ja, ja. So. Ja. Und noch der eine. Sehr schön. Ein paar Ringe. So, können wir später wieder alle verkaufen. Und so, jetzt sind wir schon wieder ein wenig angeschlagen. Richtig? Auch wenn ich Infravision besitze, ziehe ich das Tageslicht vor. Achtung, Wölfe. Huch, ich glaube... Ja, sie ist, glaube ich, noch gelähmt gerade. Okay, wir haben wieder über das Huhn erfahren. Gehen wir mal hier weiter. Was ist das hier? Aha. So, ich laufe jetzt nochmal kurz die Gegend hier ab. Tja, wir... Ja, wir müssen einfach mal gucken. Wie das so mit dem... Priester dann läuft. Das wird sofort erledigt, Chap. So. Also östlich von hier soll das Huhn sein, aber... Jetzt wahrscheinlich nicht mehr auf der Karte. Oder wie genau ist das gemeint? Das Wolf, ja, den können wir nochmal machen. Attacke! Hey, das ist ein Huhn! Was zum Teufel? Hallo? Millikamp. Danke, Gack, ihr habt mich gerettet. Herrje, ihr seid aber kein gewöhnliches sprechendes Huhn. Naja, gewöhnliche Hühner sprechen auch nicht. Ich fürchte, ich habe zu viele Schläge auf den Kopf bekommen. Demnächst höre ich noch Hamster sprechen. Ah ja. Die Anspielungen. Ah, teuflische Magie ist am Werk. Dieses Huhn ist besessen. Der Vogel ist verhext. Tja, ein sprechendes Huhn. Ich hoffe nur, dass das Gack nicht ernst gemeint ist, was ihr da mit Gack mir treibt. Ich bin wirklich kein gewöhnliches sprechendes Huhn und ich brauche eure Gack-Hilfe. Verzeiht mir, verehrtes Huhn, warum befindet ihr euch in diesem Zustand? Tja, nein, ich weigere mich, diese Unterhaltung auch nur ein Wort weiterzuführen. Wenn bekannt wird, dass ich mit Geflügel spreche, werde ich zum Gespött der ganzen Schwertküste. Naja, wir helfen ihm mal. Danke, Gack, Mutter allen Zaubers. Vielleicht hört dieser Albtraum ja jetzt Gack endlich auf. Ich bin Mellicamp vom Bäregost, ein Gack-Zaubermeister der mystischen Künste. Mein jetziges Aussehen liegt Gack wohl daran, dass ich einen Zauberspruch falsch Gack abgelesen habe. Vor mehr als einem Gack-Monat habe ich einen Verwandlungsspruch versucht und seitdem kann ich Gack einfach nicht mehr zu meinem normalen Aussehen zurückkehren. Tja, und was machen wir da? Vermutlich ist es eine göttliche Strafe für irgendein früheres Vergehen oder Fehlverhalten. Da mische ich mich jetzt nicht ein. Gibt es jemanden, der euch helfen könnte? Ich fürchte, wir haben nicht die benötigten magischen Kräfte. Verdammter Mist, da bleibt mir Gack wohl nichts anderes übrig als die Gack unangenehmste Möglichkeit. Unmittelbar westlich von Gack Beregos gibt es ein Anwesen, wo der Magier Talyntyr anzutreffen ist. Ich bin sein Lehrling und ich bin mir sicher, dass er mir Gack helfen wird. Tja, bei dem waren wir schon, oder? Dann lasst uns zu seinem Wohnsitz gehen. Wir werden euch begleiten. Obgleich ihr sein Lehrling seid, scheint ihr nicht sicher zu sein, dass er euch helfen wird. Ja, mehr Fragen mal. Ach, das ist gar nichts, Gack. Wirklich, das Verhältnis zwischen Gack, Lehrling und Meister ist halt oft gespannt. Er wird helfen, ich bin ganz sicher. Dann lasst uns zu seinem Wohnsitz gehen. Wir werden euch begleiten. Hab Dank. Es ist westlich von Beregos. Talyntyr lebt dort in einem großen Anwesen. Bis wir diesen Ort erreichen, kuschle ich mich so lange an euer Bündel. Okay. Achso. Hey, wir haben den jetzt... Haben wir den jetzt einfach wir haben den Inventar. Mellicamp das Huhn. Hühner sind flugunfähige, gezähmte Vögel, die nicht nur wegen ihres zarten Fleisches, sondern auch wegen der Eier geschätzt werden. Eines allmorgendlichen Leckerbissens, auf den man auf vielen Bauernhöfen wie auch in der Stadt an der Schwertküste nur ungern verzichtet. Also Leute, ich verzichte da gerne darauf. Also
Wir werden hier kein Huhn verspeisen. Und ganz sicher nicht ihn. Ihn schon gar nicht. Aber auch die anderen Hühner lassen wir in Ruhe. Ich habe ja ein Herz für virtuelle Tiere. Ja, keine Ahnung. Ich finde es irgendwie witzig, dass wir den jetzt im Inventar haben. Ist schon ganz nett. So. Melicamp, das Huhn. Ja, den bringen wir dann einfach mal zu seinem Kollegen. Der wird dann bestimmt wieder verwandelt und dann wird er sich uns anschließen oder so. Wird sofort erledigt, Chef. Das ist echt skurril, ey. Aber sowas macht eben auch das Spiel aus. Okay. Ach, hey. Ist das wieder so ein Schreckenswolf, ja. Die bringen ganz gut an Erfahrung ein. Also, vergleichsweise. Was wollt ihr? Jetzt hat sie hier schon wieder was abgekriegt. So. Kurz mal heilen. Alles klar. Gut. Wird sofort erledigt, Chef. Ihr seht aber komisch. Ach, herrje. Foodiebs, ich spioniere Basilus und seine Zombies aus. Die sind vielleicht komisch. Das ist kein Ort für ein Kind. Lauf sofort heim und halte erst an, wenn du dort bist. Ich habe noch nie von einem komischen Zombie gehört. Warum sind sie so komisch? Basilus erzählt immer wieder diese Geschichten über seine unglückliche Kindheit, aber all diese Zombies stöhnen und murren und nur so, als ob sie nicht richtig zuhören. Das hat mein Bruder Johnny auch immer gemacht. So vor sich hingemurmelt, wenn er nicht richtig zuhörte. Ihr bleibt hier. Ich gehe und erzähle meiner Freundin Nettie von diesem Ort. Sie wird's auch komisch finden, jetzt wo ihr Vater verschwunden ist. Okay. Der geht einfach weg. So, der Mörder Basilus. Der arme kleine Footy, er ist genauso verrückt wie alle anderen an diesem grässlichen Ort. Er sah diesem widerlichen Basilus zu, als der versuchte, seine eigene Familie unter dem animierten Leichen ausfindig zu machen und dabei über ihr Gekasper lachte, wie es so seine Eigenart ist. Schuld und Unschuld sind solch dehnbare Begriffe in dieser Angelegenheit. Das Einzige, was ich sicher weiß, ist, dass ich diese Verderbtheit nicht länger mit ansehen kann. Ich bin schockiert, Leute. Schockiert bin ich. Jetzt geht's mich was an, richtig? Sprachlos. Deswegen schwadroniere ich auch so viel vor mich hin. So, das sind sie. Eieiei, ob das gut geht. Okay. Warum erfreuen wir unsere Ohren nicht mit einem Schwank aus alten Tagen? Ist immer ein Hochgenuss. So, das kennen wir ja, glaube ich, schon. Ihr da, was hat das zu bedeuten? Okay, wir können jetzt mal was anderes probieren. Und zwar, ja, mein Sohn, es war eine lange Zeit. Wie geht es dir, mein Junge? Verrücktes Monster? Nee, das probieren wir mal nicht. Ihr habt mich mit jemandem verwechselt. Ja, wir versuchen mal die dritte Antwort hier. Den Umständen entsprechend gut, würde ich sagen. Es war nicht einfach, aber nun habe ich den größten Teil der Familie wieder um mich versammelt. Einige schienen mich nicht sofort zu erkennen, doch ich half ihrem Gedächtnis auf die Sprünge. Egal, ich habe dich seit damals in der Zentilfestung nicht mehr gesehen. Den Göttern sei es Dank, dass wir alle sicher da rausgekommen sind. Aber das sind nicht die unseren. Was ist mit euren Augen? Alles Zombies. Ich bin enttäuscht von dir, mein Sohn. Das ist nicht deine Familie und es ist eine Abscheulichkeit, so etwas anzudeuten. Ach Mann, ey. Was nehmen wir denn jetzt hier? Also entweder Version 1 oder 3. Ja, auch wenn es eine Zeit lang beängstigend war, weil ich mich für den einzigen Überlebenden unter uns hielt. Ich dachte, ich wäre der Einzige, der... Der Einzige? Ihr lügt, ihr lügt! Ihr könnt nicht mein Vater sein, weil er starb, als ich fortging, als ich... Ich lüge nicht, aber ihr belügt euch selbst. Ihr entreißt anderen von ihren Liebsten, um jene zu ersetzen, die ihr vor langer Zeit verraten habt. Sprachfähigkeiten an 100. Als ihr von zu Hause weggelaufen seid und sie dem Tod überlassen habt, ihr seid ein Feigling oder ein Mörder und heute werdet ihr euer Urteil erhalten. Es ist noch nicht zu spät. Kehrt mit mir nach Beregos zurück und sühnt für eure Verbrechen. Ah, so viele Möglichkeiten. So viele Möglichkeiten. Nein, sie haben überlebt, alle. Ich habe sie gerettet und sie sind am Leben. Ich bin weggerannt. Tot, alle tot. Es ist nicht wahr. Ich kann nicht. Ihr lügt. Was fällt euch ein, an meinem Gedächtnis zu zweifeln? Für diese Beleidigung müsst ihr sterben. Tja, okay. Oh wow, der liegt jetzt gerade hier. Das sollten wir mal alle auf den einprügeln, würde ich sagen. Schön drauf, Leute. Habt ihr nichts Besseres zu tun? So, Nahkampf, Nahkampf. So. Ich würde aber schon noch mal gerne versuchen, mit ihm zu reden. Ob wir ihn irgendwie doch noch überzeugen können.
Na toll, jetzt sind wir hier alle erstmal gelähmt. So, also wir können den auf jeden Fall besiegen. Ich glaube, da stehen unsere Chancen ganz gut. So, Basilus schwer verletzt. Wir sind eigentlich noch ganz gut dran. Oh, ich will aber nochmal... So, ich will eigentlich echt nochmal mit dem reden. Ja, jetzt hat auch jemand von uns getötet, also muss ich nochmal neu laden. Ich will nochmal mit ihm reden. So. Okay. In Beregos wird es schon Leute geben, die... Also, wenn wir das wählen, dann greift es uns garantiert direkt an. Nein, die Zeit hat dich vergessen lassen, genau wie alle anderen. Doch ich kann dein Gedächtnis wieder auffrischen. Und wir werden alle wieder eine Familie sein. Halte still. Ja, der attackiert uns auch wieder. Ich gehe mal die Option durch. So, und zwar verrücktes Monster, nein. Ja, mein Sohn. Aber das sind nicht die unseren. Was ist mit euren Augen? Alles Zombies. Ich bin enttäuscht von dir, mein Sohn. Nein, die Zeit hat ich vergessen lassen. Ah. Ich glaube aber, mehr bleibt uns da nicht. So, ja, mein Sohn. Ich bin enttäuscht von dir, dann greift er uns direkt an, aber das sind nicht unseren. Was ist mit euren Augen? Alles Zombies. Dann sagt er wieder, ja, Zombies, du erkennst die, ihre wahren Wesen nicht, ja. Und wenn wir... Weiter. Ja, mein Sohn. Egal, ich habe dich seit damals in der Zenith-Festung nicht mehr gesehen. Ihr lügt! Es ist noch nicht so spät, kehrt mit mir nach Beregos zurück. Als ihr von zu Hause weggelaufen seid und sie dem Tod überlassen habt, ihr seid ein Feigling und ein Mörder und heute werdet ihr euer Urteil erhalten. Ja, okay, aber also ich glaube, es führt jetzt nichts daran vorbei. Ich glaube, wir können den nicht irgendwie gut zureden. So, nein, sie haben überlebt, alle. Ich habe sie gerettet und sie sind am Leben. Ich bin weggerannt, tot, alle tot. Es ist nicht wahr, es kann nicht. Ihr lügt. Was fällt euch ein, an meinem Gedächtnis zu zweifeln? Ja, also... Wow. Okay, das ist gut gelaufen. Ich glaube, die ganzen Untoten haben wir gerade umgelegt. So. So, also eigentlich müssen wir den direkt mal hier verzaubern und so. So. Und sie hat auch die Zauberkeule. Furcht bannen. Ach, hey. So. Ah, Mann, jetzt sind wir hier alle gelähmt. So, ich weiß auch nicht, wie lange das anhält. Ich meine, wir hätten Tränke, damit könnten wir uns ja zumindest teilweise schützen. Ach, Mann. Ja, wir sind gerade gelähmt, deswegen kann ich sie nicht wegbewegen. Naja, das war's mit ihm. Wir haben es aber eben ja schon fast geschafft, ihn zu erledigen. So, was haben wir denn für Zauber? Riesenstärke gegen Gift. Trank der Stärke. Naja, vielleicht mal einen Trank der Stärke benutzen. So, sie hat Unsichtbarkeitstrank. Heiltrank hat sie noch einen. Schnelligkeitsöl. Und hier noch einen Magiewiderstandstrank. Dieses Tag erhält der Anwender 50%igen Widerstand gegen jede Art von nachteiliger Magie. So, ist auch nett. Kann ich vielleicht ihm mal geben. So, dann kann er nämlich weiter angreifen. Und sie hat Abwehrtrank und Feuerschutztrank. Dieser Trank bietet Schutz gegen physische Angriffe, indem er die Rüstungsklasse des Anwenders auf 0 setzt. Die Wirkung hält 2 Stunden lang an. Okay. So, Tränke. Achso, ja, das sollte er hier mal an den Gürtel nehmen. So, und hier der Trank der Stärke. Hört sich auch ganz interessant an. Ja, also ich glaube, irgendwie kriegen wir den schon fertig. Will ich mal hoffen. So, also eigentlich ist es ja egal, was wir jetzt hier anwählen. So. Und jetzt einfach mal in den Kampf rein. So, könnt ihr jetzt hier mal
Angreifen. Ja, der zaubert hier direkt vor sich hin. Ich glaube, er ist schon gelähmt. So. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Alle rauf hier. Bis auf unseren Kollegen, der gerade gelähmt ist. Habt ihr nichts Besseres zu tun? So. Okay. Ja, den haben wir gleich. Was ist los? Ich hätte ihm ja gerne geholfen, aber der scheint ja völlig wahnsinnig zu sein. So. Das war's dann wohl mit ihm. Okay. Wir haben den Kampf gemeistert. Hat besser funktioniert, als ich gedacht hätte. Okay, der ist doch schon wieder... Oh, die ganzen Pfeile, ey. Moment. Ich lagere die mal kurz aus. So, bei ihr hier. Dann kann er nämlich nochmal die Bolzen hier mitnehmen, auf jeden Fall. Ganz viele Bolzen. Kriegshammer. Basilos heiliges Symbol. Das nehmen wir natürlich auch mit. Handschuhe. So, Moment. Die Kette, die nimmt sie gerade mal mit. Also eigentlich sind wir ja gerade männlich, wegen dem Gürtel und so weiter. Nicht zu vergessen. Okay, schwere Armbrust. Wie viel bringen die denn ein? Ich meine... Ja, es ist schon überladen. So, Bolzen. Nehmen wir auch nochmal mit. Kettenhemd. Okay, Basilos heiliges Symbol. Das interessiert mich natürlich. Ups, einmal das hier, dann die Handschuhe und der Kriegshammer natürlich. So, ich hoffe, das reicht, um das Kopfgeld abzustauben. So, das ist eine Abbildung des bösen Gottes Syrik. Okay. Ich glaube, das reicht dann wahrscheinlich schon als Beweis, dass wir ihn getötet haben. Und den Rest, ja, mittleres Schild, das können wir jetzt eigentlich hier lassen. Ich glaube, wirklich viel mehr will ich jetzt auch nicht mit mir rumschleppen. Ja, das passt eigentlich. Okay. Sprich wohl nichts dagegen. So, Geld hatten die jetzt aber hier irgendwie auch nicht mehr dabei. Ich glaube, das war's. Haben wir die ganzen Untoten jetzt wegen diesem Untote-Bannen erledigt? Ich weiß es nicht. So, das sind auch ein paar Bolzen. Also das hat eigentlich besser geklappt, als ich es erwartet hätte, wenn ich ehrlich bin. Spricht wohl nichts dagegen. Manchmal gehört auch ein wenig Glück einfach dazu. So, hier waren noch irgendwo Bolzen. Moment. Achso, wollte ich ja... So. Ja, die Bolzen, die lasse ich mir jetzt einfach mal nicht entgehen. Okay. Ja. Also eigentlich... Wird sofort erledigt, Chef. Hat das sauber geklappt, würde ich sagen. Ach, das Huhn haben wir auch noch dabei, genau. Den können wir eigentlich auch gleich mal abliefern. Ich glaube jetzt nicht, dass wir hier noch sonderlich viel mehr finden. Sehr skurril. Achso, da kommen schon gleich die nächsten. Okay, da wird direkt gezaubert. Na gut, die sollten wir gleich haben. Das hat wehgetan. Na los. Alles klar. Ja, das können wir hier liegen lassen. Ich kann auch gerade mal überprüfen. Ja, sie levelt auch schon bald wieder ab. Die restlichen brauchen aber noch ein wenig. So. Das kümmert mich nicht. Okay, dann gehen wir hier nochmal raus. Jetzt geht's mich was an, richtig? Und... Ups. Ah, es kommt da noch einer. Der kann mir jetzt erstmal gestohlen bleiben. Und das war jetzt... Ach, das war doch hier, oder? Hohe Hecke. So. Jetzt wollte ich nochmal in das Journal sehen. Das ist noch bei Kapitel 1 gelistet. Der Mörder Basilos. Die Bewohner von Berigos sprechen von einem Monster namens Basilos, der viele unschuldige Leute ermordet haben soll.
Okay, Keldat Ormüllür. Wunderbare Namen. So. Und da haben wir das Huhn. Ja, dann müssen wir mal zum... Wo steht das hier? Mörderbasilus. Achso, das hatten wir hier eingetragen. Okay. Und hier auch noch. So. Keldat Ormüll, den müssen wir dann erstmal finden. Kopfgeld in Höhe von 5000 Goldmünzen ausgesetzt. Keldat sollte im Tempel von Lantander knapp östlich von Beregos zu finden sein. Tempel von Lantander östlich von Beregos. Okay. Zu dem Tempel wollte ich sowieso noch gehen. Dann können wir da nämlich unser Kopfgeld abstauben. Das wäre so das Ziel. Jetzt geht's mich was an, richtig? Und wir liefern jetzt mal... Achso, erstmal bekämpfen wir die hier. Heilige! Hier geht's ja wieder richtig ab. Flint. So. Na, komm schon. Oh je. Da kommen noch welche. Tja, dann... Boah, wir sind schon echt ziemlich angeschlagen. Okay. Oh je. Ich habe hier gerade die Lebenspunkte an der rechten Seite im Auge. Komm schon. Oh, Gott sei Dank. Die bringen aber auch was ein. Das ist ganz gut. So. Dann nehmen wir mal die hier mit. Und ansonsten... Ach, die Ringe. Na klar. Ja, Totenschädel. Ihr habt eine Aufgabe? Bringen sowieso nicht so viel. So. Die hier, die hier. Ich glaube, das war's dann auch damit. Und sie nimmt natürlich den ganzen anderen Kladderadatsch mit. Ah, jetzt habe ich hier auch Handschuhe. Ungeschickt. Nein. Nein. Ist das jetzt dein Ernst? Jetzt habe ich diesen verdammten Handschuh angezogen. Um Gottes Willen. Ungeschicklichkeitshandschuhe, das ist doch nicht dein Ernst. Ich weiß ja nicht, wie ich die loswerde. Jetzt bin ich geschlechtsumgewandelt und habe einen Ungeschicklichkeitshandschuh. Elandas Handschuh der Verwechslung mit bösen Hintergedanken sollte der ungestüme Elanda diesen Handschuh her, um einen Rivalen zu überwinden. Seine Bösartigkeit rächt sich dabei jedoch an ihm selbst, als er diese Handschuhe mit einem anderen Paar verwechselte. Kann nur durch Fluchbrechen wieder aufgenommen werden. Ja, Malus plus 10, Geschicklichkeit minus 2. Das ist doch nicht dein Ernst. Fluch brechen. Wo kann ich denn diese Flüche brechen? Oh, ich weiß echt gerade nicht, ob ich mir das antun will. Jetzt, warum muss ich den denn auch anziehen? Tja. Wo kann ich Flüche brechen? Das wüsste ich auch mal gerne. Ich bin schockiert. Achso, wir haben ja auch diesen Kriegshammer hier. Kann der... Ach, der ist ja auch voll. Den ganzen Pfeilen. Es ist furchtbar, wirklich. So. Habt ihr nicht? Jetzt geht's mich was an, richtig? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Jetzt haben wir diesen verdammten Handschuh angezogen.